Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute meine Top 18, einem kleinen Best-Hit-Review hier bei mir. Die Top 18 von meinen besten Karten aus der letzten Woche. Fangen wir gleich mal an mit einer 2022-2023 Panini Obsidian Equinox Insert-Karte von Tyrese Halliburton. Obsidian hier im Orange Parallel. Das Ganze ist die 13 von 35. Sehr schöne Karte. Sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar ist es eine 2022, 2023 Panini Revolution Tobias Harris im Sunburst für die Philadelphia 76ers. Das Ganze ist die 20 von 75. Sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 2020, 2021 Panini Impeccable Kendrick Nunn Autogrammkarte. Hier sieht man schön das Autogramm. Das Ganze ist die 4 von 49. Das hat diesen Canvas-Look, diese Karte. Hier für die Miami Heat. Kendrick Nunn. Sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 2020, 2021 Panini Impeccable CJ Ellaby Rookie Autogrammkarte. Das Ganze ist die 9 von 99. CJ Ellaby hier im Rookie Autogramm. Sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 2022-2023 Panini Donruss Elite Rookie Autogrammkarte von Jalen Williams. Hier im New Breed Rookie Autograph. Sehr schöne Karte für die Oklahoma City Thunder. Hier New Breed Rookie Autogramm Autograph Jalen Williams. Ja, kommen wir auch schon zur nächsten Karte. Und zwar kommen jetzt nur noch gegradete Karten. Und zwar haben wir hier eine 2019 Panini Prism Draft Picks Jared Culver Pink Pulsar Prism. Eine Near Mint Mint 8. Sehr schöne Karte. Schöner Effekt, schöner Pop, diese Karte. Hier dieses Pink sticht hier unheimlich heraus aus dieser Karte. So sieht das Ganze aus. Ja, sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 2002 Flair Kobe Bryant Basekarte in einer Mint 9, PSA 9. Kobe Bryant hier für die Los Angeles Lakers. Sehr schöne Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 1993 Topps Finest Dennis Rodman. Eine Near Mint Mint 8. Sehr schöne Karte, so sieht das Ganze aus. Dennis Rodman. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es ein 1995 Upper Deck Jordan Collection Michael Jordan 1986, 1987 3000 Punkte. 3000 Points in einer Mint 9, PSA 9. Sehr schöne Karte, so sieht das Ganze aus. Hier nochmal von hinten auch gezeigt. Michael Jordan hier einer sehr schönen Karte. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar kommen jetzt nur noch AP Grading Karten. Und zwar eine 2023, 2024 Panini Donruss Basketball Brandon Podziemski Laser Holo, die 88 von 99 im Rated Rookie Signatures. Das Ganze in einer Mint 9, AP Grading 9. So sieht das Ganze aus. Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist es eine 2022-2023 Panini Donruss Elite Dino Roger Blue 25 von 25 Turn of the Century Signatures in einer 8,5 Near Mint Mint AP Grading 8,5. Sehr schöne Karte.
Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar ist es eine 2022 Panini Prism John Elway Purple Eyes. Das Ganze hat die Nummerierung 169 von 225. Hier in der Base Parallel Karte, in einer Mint 9, AP Grading 9. Hier seht ihr nochmal die Nummerierung. 169 von 225. John Elway. Eine Legende. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar ist es eine 2021-2022 Panini Prism Tracy McGrady Orange Ice Parallel, also der Base Parallel Orange Ice, in einer Mint 9, AP Grading 9. Tracy McGrady hier für die Orlando Magic. Sehr schöne Karte, ich kenne den ja noch von den Houston Rockets. Hier Prism, so sieht das Ganze aus. Sehr schöne Karte, unheimlich krasser Effekt. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar ist es eine 2020-2021 Skybox NHL Metal Universe Tim Stützle Net Deposits in einer Mint 9, AP Grading 9. Das Ganze ist eine Rookie-Karte und auch ein Insert. Auch unheimlich krasser Effekt, diese Karte. Sehr schöne Karte hier von diesem Eishockeyspieler. So sieht das Ganze aus. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar ebenfalls eine Eishockeykarte. Und zwar hat diese Karte eine 8,5 bekommen, eine Near Mint Mint 8,5. Eine 2020-2021 Upper Deck Extended Series. Nick Robertson im Holographics Rookie. Das ist ein Insert von Nick Robertson. So sieht das Ganze aus. Krasse Karte einfach nur. Die Toronto Maple Leafs. Kommen wir zur nächsten Karte. Ach, es kommen doch noch ein paar PSA-Karten. Eine 2022-2023 Panini Donruss Optik Luka Doncic Purple. Also Base-Variante Purple in einer Mint. Plus 9,5, hat eine AP-Grading 9,5 bekommen. Luka Doncic hier auf dem Weg zur Meisterschaft. Sehr schöne Karte. Jetzt kommen doch noch zwei PSA-Karten. Und zwar eine 1996-1997 Allen Iverson Rookie-Karte in einer Upper Deck SP. Das Ganze hat die Near Mint 7. So sieht das Ganze aus. Sehr schöne Karte hier für die Phillies. Philadelphia 76ers. Und kommen wir zur letzten Karte. Eine zwei hier Kobe Bryant mit Shaquille O'Neal in diesem ikonischen Foto. Im Hintergrund sieht man noch die Indiana Pacers. 2001 ist das Flair. Ja, Flair Ultra oder nur Ultra Kobe Bryant Base Karte. Ganze einer Near Mint Mint 8. So sieht das Ganze aus. Sehr schöne Karte. Ja, das war der kleine Top 18 Break hier bei mir. Der Best Hit Review. Ich bin damit raus. Sage danke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren. Lasst mir doch einen Like da. Peace. Ciao.